Hallöchen. Hallo. Da sind wir wieder, hier bei Dark Souls. Und noch immer ein Bossfight, wie letzte Folge. Der Rauchritter will's wissen. Aber wie? Und, wir haben uns überlegt, wir holen uns jetzt Hilfe. Genau. Es war doch ein bisschen aussichtslos. Und wir wollen nicht 3 Folgen lang an diesem Typ hängen. Holen wir mal Ellie Stahlherz. Haben wir leider auch gar keine Zeit für. Ja, wir müssen nämlich eigentlich jetzt, mit dieser Folge abschließen. Es ist nämlich schon spät in der Nacht und, morgen können wir nicht weiter aufnehmen. Deswegen wollen wir jetzt ein bisschen Gas geben, genau. Go, 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 und, go, 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 go. Wir wussten nicht mehr, wer den letzten Versuch gemacht hat. Ob jetzt ich oder der Erik. Aber irgendwie, hier muss doch noch ein NPC sein, oder? Nein, go for it. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Es sind eigentlich immer 2. Moment. Willst du kurz wissen? Mano, Mano! Jetzt der letzte Boss. Lass mich in Ruhe. Lass Toll. Die Ellie Stahlherz ja, in Ruhe. Super. Ellie Stahlherz hat schon Nierenleiden jetzt und diverse Rippenbrüche. Es gibt 100 pro noch einen irgendwo. Das war geil bei Manus, ne? Ne, oder doch, das war bei Manus, ne? Wo man den Sith beschwören konnte in der Arena. Das stimmt, ja. Das war auch immer voll der Hickhack. Ja. Da ist er! Geil. Wir haben schon gesagt, auch eben, auch wenn wir den haben, der hat trotzdem einen ziemlich großen Radius mit seinen Schlägen. Und guck mal, das ist so eine Faustkämpferin. Geil. Mit den Fäusten haut sie drauf. Aber es ist doch schon, deutlich einfacher im Moment, ihm Schaden zuzufügen. Ja. Und auch sich zu heilen. Schade. Boah. Ja, die Attacken meinte ich. Du geht gerade einfach hin und schlägt mit den Fäusten noch. Das sieht so geil aus. Aber es ist schon krass, wie viel die auch wegtankt, ey. Richtig viel. Ehrlich. Wenn ich nicht so oft vorbeihauen würde. Ja. Gestaggert. Ah, oh, das war klar. Oh. Okay, jetzt kommt weiter drauf. Jetzt sieht man doch schon deutlich krasseren Schaden auch. Ja. Was ist krass, ey. Der... Achtung, zurück. Ah, ey, da ist er nicht losgesprintet. Oh. Ah, ich dachte, er hätte mich. Ich muss wieder hinter ihn. Aua. Oh. Puh. Nee. Doch, das war's für dich. Boah, du bist ein Gott. Boah, aber er heilt sich da. Also vielleicht. Du bist auf jeden Fall sehr in der Nähe. Ei, wie soll man das denn vorausahnen? Boah, und die wurde besiegt. Ellie Stahlherz weg. Nein, falsch. Das kann man aber ausweichen. Ja, ziemlich gut, ja. Dem musst du jetzt halt ausweichen. Einfach nur Glück. Aber das hat's gebracht. Wie komisch die auch ankommen, ja. Die wackeln noch so dann dabei. Es ist richtig schwer, denen auszuweichen. Shit. Aber ich hab's versaut. Also ich hätte ihn 5-mal mehr treffen können und dann... Mit dem Dings, ja, ab und zu hast du aus Versehen den Zweierschlag gemacht statt den Sprung, ne? Ja, ja, und manchmal habe ich gar nicht angegriffen. Das geht so. Ja, das geht schon. Aber am Anfang der letzten Folge habe ich auch gesagt, es geht. Und dann wurde er immer krasser. Ja, aber da sind wir auch so oft auf dem Weg gestorben. Also ich meine beim Dings jetzt meine ich. Beim Schmelzer. Beim Schmelzer-Demon. Ja, ja. Nee, aber ich habe hier auch gemeint. Ja, das stimmt. Der ist so lahm. Ja, aber das denkt man auch am Anfang irgendwie. Und dann ist er halt so krass. Oh, jetzt besser auf die Ellie gewartet. Oh, shit. Da kommt sie erst.
Ja. Lässt sich ganz schön bitten, die Ellie. Boah. Oh Gott. Ich fahre mir direkt zwei Schläge rein. Was ist denn mit der jetzt? Jetzt. Okay. Ey, oh. Jetzt fange ich auch damit an. Ja, als weiter. Ja, ja. Guck mal, wenn er die einmal hat. Ey, ich verkack's auch gerade. Ich brauche halt mal ein bisschen Ausdauer wenigstens. Jetzt hat er dich. Weg! Boah, geil. Yes, kannst doppelt mal oder so. Brauche ich nicht. Achtung. Lass ihn wieder die Ellie kriegen. Ja, hat er. Nee, ist doch auch okay, wenn ich es so krieg. Ist doch besser, dann wird die auch, ja, überlebt, okay. Die auch länger. Stimmt. Auf jeden Fall schön hier in der Ecke bleiben. Oh, jetzt schon. Und er macht direkt den Lauf. Lauf, 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 lauf. Oh. Guck, weil die so seitlich noch, ja, gehen gleichzeitig. Dann wärst du auch besser stehen geblieben. Ja, genau. Das ist halt richtig mies. Roll. Yes. Nicht so nah in die Ecke. Nicht so nah in die Ecke. Schieb mal nochmal. Gib ihm. Und nochmal. Und hinter ihm bleiben? Ja, und gib ihm. Ah, die leichten Schläge machen echt nix. Weg. Oh. Diese Range, diese heilig. Unfassbare Range. Ja, sie haut drauf, sehr gut. Ich muss nur wieder raus hier aus der Ecke. Ja. Oh, das war spät, das war spät. Ja, das war echt wieder indecisive. Ja. Unschlüssig. Konzentriert bleiben. So. Weg, weg, okay. Weg, weg, weg. Ah. Ah, ich konnte es blocken so, hast du gesehen? Ja, ja. Es hat aber trotzdem... Hat ein bisschen nur abgezogen im Gegensatz zu dem anderen. Der geht auf jeden Fall. Ellie Stahlherz macht bald schlapp. Ihr könnt sie nochmal fokussen und dann drauf. Gib ihm nochmal so richtig. Jetzt ist sie gleich... Ja, da ist sie tot. Oh, und dann dreht er sich direkt um. Direkt den nächsten Gegner anvisiert halt. Was ein Assi. Oh, packe ich das? Ja, ja, er hat einfach daneben gehauen. Und nochmal. Und das war's aber auch mit Estes. Schön, den jetzt einfach noch ein paar Mal. Warte auf den Move einfach ab jetzt. Oh Gott. Und geh so lange auf Distanz. Tot. So gut wie tot. Nicht heilen, nicht heilen. Jetzt. Oh Mann, viel zu früh, viel, viel zu früh. Beschieß. Crap. Aber wieder so zwei, drei Schläge verkackt, die hätten es sein können, ne? Da muss man echt knallhart bleiben und es immer durchziehen. Aber wie sie den NPCs jetzt auch schon eingebaut haben, dass sie eine Geste machen am Anfang. Ja. Kurze Begrüßung. Sie haben sie echt fast nötig gemacht, ey, gegen diese Bosse hier. Ja, das stimmt. Das ist echt krass. Na komm schon, Ellie. Komm, hauen wir mal was rein für die Stärke. 46 Stärke jetzt. Bringt halt jetzt so gut wie gar nichts mehr, dieser Drang. Es fängt fabulös an gerade. Aber ich finde jetzt nicht auch so ein Ende. Geh auf die Ellie. Du willst immer, dass die Ellies für dich tankt. Aha, der geht aber halt, du hast ihm einen Schlag verpasst. Drumherum. Immerhin einen Schlag verpasst. War es nicht ganz umsonst. Nice, 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 nice. Oh, da kriegt er mich auch noch. Boah, gestaggert. Ach Mann. Und dann sowas. Das ist echt bitter.
Oh, jetzt schon. Das ist wieder so hart. Oh, oh, direkt in die Ellie rein. Ah. Das ist so schwer zu sehen, gell? Ey, ich komme auch gar nicht drauf klar. Man muss eigentlich gerade auf einen Ball zulaufen, weil er sich dann noch so weit dreht. Ja, hat erwischt. Immerhin. Nice. Schön, schön. Ach Mann. Einfach blocken, wenn du zu nah bist. Ja. Es zieht dann halt ein bisschen was ab, aber es geht voll. Oh oh. Oh oh. Ja, nice. Noch einmal. Obwohl. Oh. Jetzt nochmal heilen müssen. Jetzt. Ja. Okay, super. Block. Guck mal, das geht. Das kann man sich ruhig reinfahren. Hast halt keine Ausdauer mehr danach. Darauf muss er aufpassen. Sauber. Gestaggert. Aufs Übelste gestaggert worden. Aua. Nicht kommen sehen. Okay, sie ist tot. Jetzt nochmal volle Konzentration. Oh shit. Todesdisch. Ja, cool. Aber ich glaube, jetzt packe ich ihn. Ich glaube, ich habe cool. Hab ein gutes Gefühl gerade. Wäre cool. Also natürlich mit NPC. Können wir uns noch irgendwie buffen, wenn wir jetzt wüssten, ob der eine Schwäche hat? Das Schwert, meinst du? Ich glaube nicht. Irgendwie allgemein bei Dark Souls 2 hat es so wenig immer nur gebracht. Mhm. Ja, weil die Bosse voll die hohen Resistenzen ja, haben. Ja, genau. Einfach. Beim ersten Teil war das anders. Ja, da konntest du manche so richtig krass. Ja, da konntest du manche one-hitten. Ja. Mit dem richtigen Buff. Na komm. Da kommt sie. Na komm, Ellie. Oder auch nicht. Jetzt. Jetzt. Da hat sie ihre Hand durchgestreckt. So, ich warte noch hier kurz. Dass er auch bis hierher kommt. So. Jetzt geht's ab. Ein Hit. Und zwei. Und sie auch so einen Sprung. Lustig. Direkt. Ah, ich wollte es. Auf den muss man aufpassen. Den macht er oft am Anfang. Shit. Ist mir eben auch passiert. Oh. Der hat reingehauen. Heilen? Yes. Er hat sie, du kannst angreifen. Achtung! Sehr schön. Sehr schön. Oh. Achtung! Kannst heilen. Nee, noch nicht. Jetzt. Angreifen. Ah. Ah. Eh nett. Oh, und wie er sie auch gerade fertig macht. Assi. Abgeblockt. Ja, hat überhaupt nichts gemacht. Nochmal. Ist abgeprallt wie an der Wand. Ja, wirklich. Und das ist ein Schwert, was er da hat. Ja. Boah, jetzt ein Stagger. Mist. Was macht denn die? Wie hauten die Poys runter, ey, die Ellie? Jetzt fängt er an. Und er haut's direkt im Boden, ne? Ah! Zu früh. Ja. Muss ich echt ein bisschen gedulden einfach. Oh Gott. Glück gehabt, aber die Ellie hat's gefressen. Oh. Oh Gott, das wird nie was. Ich hab mich geirrt. Ja. Oh! Oh! Nee. Mist. Sah es beim Zugucken was einfacher aus. Nee, ich hab nur... Die Ellie, die ist so krass gestorben diesmal, ey. Die hat... Du hast ihr auch wenig geholfen. Ja. Was soll ich machen?
Jetzt warst du fast manchmal ein bisschen zu passiv. Ja, der hat halt ständig diesen Move gemacht, dass er mich auch getroffen hätte. Ich meine, da steckst du halt einfach nicht drin. Ich glaube immer noch, dass hier noch ein NPC ist. Du bist so der Posse. Mann. Mann. Na, wenigstens kommt sie jetzt direkt mit. Ja. So. Starte direkt mit den zwei Superhits. Du kannst es schaffen. Eins. Zwei und jetzt zur Seite weg. Sauber. Das sieht. Ach, der war blöd. Sieht aber trotzdem nach einer guten Runde aus. Bisher. Ach, wieder ein verschenkt, ey. Das ärgert mich so. Und noch ein. Und einen gefressen mal. Der war schön. Mach das. Auf. Und jetzt aufpassen. Oha. Mit so einer Kombo. Mit so einer Kombo würde dich zerlegen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Oh ja, Benny. Oha. Das ist aber schon ein richtig geiler Gegner auch. Da gibt er ihr gerade bös, der Ellie. Sauber. Es sind noch 5 Stück. Ah. Das ist tot. 4 Stück. Ja, 3. Oh. Block. Schön. Ah, zu früh. Ja, wirklich eine Tacken. Und tot! Tot! Ja, es geht so schnell halt in dem Modus. Weißt du's ja. Das ist nicht normal, ey. Machst du noch eins? Ah, ne, doch nicht. Ist ja richtig so. Aber den Tod hätte ich jetzt trotzdem nicht erwartet. Ich dachte, mit einem Schlag überlebst du noch. Man muss echt jeden Treffer landen, solange die Ellie noch da ist. Ja. Hi. Und vielleicht noch ein bisschen mehr tanken, dass sie auch noch ein bisschen mehr Damage machen kann. Ja, das wäre halt optimal, ne? Ja. Aber so, dass sie bis zum Schluss da ist quasi. Ja. Dass sie quasi in der ersten Phase gar nicht tankt, sondern man selbst am besten. Und dann, wenn er... Das stimmt. Das kannst du ja mal probieren. Ja. Wenn er krass ist, lässt man sie halt tanken. Zu früh. Ich dachte auch eigentlich, er geht auf die Ellie. Nee, er geht mit der Attacke fast immer auf beide. Ach. Block. Blocky. Ja, das bringt gar nichts. Boah. Ja, da habe ich getankt. Ja. Boah, die macht aber gar keinen Damage, ne? Nee, ich weiß. Aber es ist trotzdem besser, die als Tank zu haben in der zweiten Session, ne? Ja, aber er hatte halt auch dann noch mehr Leben, ne? Wie?
Ja, er macht es ja nach einer bestimmten Zeit. Boah, volle Kombo. Ach so, ja, weiß ich nicht genau. Ich habe so schon das Gefühl, man muss ihn schon unter einen gewissen Lebensbalken gehauen haben. Nee, bei mir am Anfang, wie gesagt, da war ein Fünftel weg. Echt? Ja, und der Kampf ging halt echt lange dafür. Okay. Na ja, dann mach's weiter so, wie du es immer gemacht hast. Hattest ihn ja schon fast. Zweimal. Hm. Hast ihn, 5 Schläge hättest eben noch gebraucht. Oder 3 dann am Ende und dann... Versuch ihm einfach so schnell wie möglich, so viel wie möglich Damage zu drücken. Ist aber krass, wie das Schwert hier nie kaputt gegangen ist, ne? Ja. Im Gegensatz zur Keule, die einfach... Die Keule hat überhaupt keine Haltbarkeit, ey. Aber die haben die gleiche Haltbarkeit. Hä? Ja, die geht nur schneller kaputt, glaube ich. Oder ich erzähl Scheiße, kann auch sein. Ich hab mal nachgeguckt, nämlich am Anfang, und da habe ich das gesehen. Vielleicht habe ich aber auf den falschen Wert geguckt. Kommt mir irgendwie so vor. Mach. Geht schon so los. Aber der hat gesessen. Na, nicht gesehen. Ist nicht schlimm. Komm her. Nice. Oh, was ein Glück, hat er nicht noch einen Swing gemacht. Schön, schön. Schon unter der Hälfte. Jetzt macht das. Ist aber gut eigentlich auf den Reiter zu hauen, ne? Oh, Schild. Jawohl, diesmal hat es endlich mal geklappt. Nein. Ist bitter, ja. Ach, das ist mega bitter. 9 ja. Estus noch. Das war ein richtig guter Try. Eine Combo. Ich hab sogar geblockt. Boah, was ein mieser Drecksack, echt. Das geht einem ja so auf die Klöten. Achso, ich muss ja. Die sind auch bald leer. Dass wir den nicht packen mit der Ellie zusammen, ist halt echt schon krass. Jetzt geht hier, kann man noch so eine Wand aufmachen, da ist noch ein NPC. Der ist so krass. Ja, so ein Drache. Ist echt komisch, dass da nicht noch einer ist. Ja, das finde ich gar nicht. Ist halt echt der letzte Boss auch einfach. Weil den auch zu dritt zu machen, wäre so billig, weil der halt auch so viele Einzelattacken hat. Also dann wäre es wirklich mal billig. Aber ich finde, der ist eigentlich wie der Schmelzerdämon und so. Von den Attacken her, ja, bisschen AOE, bisschen Fokus. Ja, geht. So. Rastet da direkt aus auf die Ellie. Na, ist gut. Achtung. Boah, Glück gehabt. Wieder Glück gehabt. Ja, ich mach's einfach jetzt eiskalt. Ey, aber nicht übermütig werden. Eiskalt wird's gemacht. Du wirst so... Ich scheue dir gleich eine. Ey, wie du es verspielst jedes Mal. Wieso denn? Ja. Hier ist doch noch alles im Grün. Oh, jetzt heilt er sich. Oh Mann. Hat Nein! Echt ein ganzes Stück an. Was ich für ein Glück hab gerade. Guck mal, was die noch hat, die Ellie. Drauf. Hinter ihn. Oh shit. Das ist echt. Ist doch alles gut. Boah, den krieg ich und jump.
dreh dich auch mal wieder um. Ja, lass mal die Ellie einfach ein bisschen. Yes, jetzt kannst du. Oh, der hat's immer noch nicht gemacht. Er macht's jetzt gleich. Heil dich lieber nochmal. Solange die Ellie tankt. Boah! Das ist der ganze Ding. Aber der. Jetzt. Kannst du nochmal? Und nochmal? Pass auf, lass die Ellie, die hat noch voll viel. Ja, ich weiß, die. Einfach auf Distanz, bis er sie hat. Nee. Geh auf Distanz. Ich gehe auf Distanz. Okay, halt dich doppelt und drauf. Hast noch ganz viel Zeit. Drauf. Und nochmal. Und tschüss. Yes. Boah, das war aber auch ein abgefahrener Trial von Anfang an. Geil. Ja. Wie der einfach abging. Du bist dreimal. Und guck mal, noch eine Seele gekriegt. Ach, krass. Von dem, also von der Nadalia, meine ich. Bis dreimal mit deinem Sprung unter seinem Schwert durch. Aber als ich mich einmal geheilt habe, ne, hast du das gesehen? Da war das Schwert so ein Stück von meinem Rücken noch entfernt. Ich weiß. Und es hätte mich getötet. Es hätte mich sowas von getötet. Oh, so eine Punktlandung. Da ist die Krone. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin, oder? Da gehen wir jetzt noch mal kurz da hoch. Ja, okay. Und gucken mal, was da abgeht. Ich denke mal, da wird eigentlich kein Boss mehr kommen, denke ich jetzt so. Nimm am besten einen Heimkehrknochen, oder? Das Feuer ist doch hier direkt. Ja, aber du kannst es nicht benutzen, wenn der Gegner da ist, oder? Ja, aber der kommt nicht. Ah, okay. Weil der Heimkehrknochen, wir haben nur noch einen auch, glaube ich. Ich meine, ist jetzt im Endeffekt egal, aber... Ja, wir probieren es jetzt wenigstens nochmal, ob da oben irgendwas geht. So. Wahrscheinlich die Leute, die wissen oder es selbst schon rausgefunden haben, was da abgeht, die lachen sich kaputt, weil wir jetzt zum vierten Mal da hochgehen. Ja. Da ist es. Da ist es. Krass. Und jetzt kommt noch ein Boss. Leider passiert nichts. Es glüht doch schon. Vielleicht gehört es zum nächsten DLC. Ja, irgendwas muss man doch jetzt hier machen können. Oder muss ich jetzt mal hier, keine Ahnung, ins Inventar diese Seele benutzen? Nee, das ist doch nie so bei dem Spiel. Nee, eigentlich nicht. Kannst du auch nicht. Obwohl, ablegen könnte man es. Nee. Geht auch nicht. Ich meine, irgendwas hat sich verändert, aber uns fehlt scheinbar noch was. Scheinbar schon. Vielleicht auch die Krone selbst. Ach so. Probieren wir das auch noch? Ja. Ist halt bescheuert, aber ich meine... Jetzt, irgendwas hat sich ja getan jetzt. Wir haben jetzt 11 Seelen von ihr. Ja. Ist das Ding da drüben denn weg? Kannst du gleich mal von der Arena aus gucken. Welches Ding? Der letzte. Nee, der steht da noch, ne? Da links. Ja, der steht da. Den gibt's noch. Ja gut, aber ich meine, es ist ja schon mal dieses Feuer drumherum. Bei 10 war es nicht so. Ne? Ja. Aber das kann auch daran liegen, dass wir den Boss gelegt haben, ne? Man weiß es jetzt einfach nicht. Ja. Oh. Aber hier ist noch eine. Oder? Da ist bestimmt noch eine. Nee. Ja, zieh die Krone mal an, fahr noch einmal hoch. Oh Mann. Ist es die hier? Nee. Da ganz hinten. Ja. Aus Eisen natürlich. Geil. Sieht doch geil aus. Nicht so wie die andere Krone. Okay, jetzt komm. Wir haben sogar noch zwei. Rein damit. Die Blutpeitsche. Wenn es nicht klappt, müssen wir es halt dann leider nachholen. Ja, wir machen es dann sonst einfach mit dem nächsten DLC. Ja, genau. Nee. Ja. Schade. Also vielleicht gehört es auch echt zum DLC. Glaube ich zwar nicht irgendwie, aber echt schade. Leider ja, also in 3 Wochen, jetzt ab heute ungefähr, kommt ja schon der nächste DLC. Und bis dahin gibt es
sowohl eure Kommentare, in denen steht, wie es funktioniert, als auch das Wiki, in dem wir nachschauen können. Ja. Und dann kriegen wir dieses Rätsel ja auch noch gelöst. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier der zweite DLC von Dark Souls. Genau. Ich fand ihn echt cool, cooler als den ersten, muss ich sagen. Viel cooler auf jeden Fall, ja. Auch wenn der Schmelzerdämon enttäuscht war und dann auch nur ein Boss jetzt kam am Ende. Aber der zweite Boss war geil dafür, richtig geil. Der Drache war, aber da fand ich den Drachen noch cooler irgendwie. Ja, stimmt, so vom Coolness war ich schon, aber dafür war das Level von der scheiße. Schwierigkeit her war der hier viel geiler. Das stimmt, ja. Also so auch machbar eigentlich, außer mit dem Stärkebild war es echt hart mit gegen den, weil man halt zu langsam ist einfach. Ja. Aber gut. Ja, so sieht's aus. Dann macht's mal gut. Und bis zum nächsten DLC. Jo. Tschö. Tschö. Ja, das war das zweite DLC von Dark Souls, die Krone des alten Eisenkönigs. Wir haben sie auf unserem Kopf. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter in Dark Souls. Natürlich nicht morgen, sondern wie gesagt ungefähr in 3 Wochen. Dann kommt der nächste DLC, in den wir uns auch wieder stürzen werden. Und weitere Let's Plays in dieser Art kommen bestimmt auch bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.